Er ist das erste Baby, das eigentlich im Marienkrankenhaus geboren werden sollte. Am Wochenende erblickt der kleine Samuel am UKSH das Licht der Welt. Die letzten Gerätschaften der Geburtshilfe werden heute zum Mutter-Kind-Zentrum des UKSH gebracht. 7 Wochen, bevor es eigentlich losgehen sollte. Es ist spannend, es ist sicherlich auch ein Stück weit anstrengend, weil wir müssen ja neue Teams miteinander in Verbindung bringen. Wir müssen die Mitarbeiter abholen, wir müssen die Patienten auch abholen. Es ist in der Bevölkerung doch relativ große Unsicherheit entstanden. Aber ich glaube, dass wir hier einen guten Weg gefunden haben, diese Unsicherheit abzubauen. Im Marienkrankenhaus werden im vergangenen Jahr etwa 1.400 Kinder geboren, im UKSH knappe 1.900. Ab Anfang September sollen sich werdende Mütter aussuchen können, ob sie von den Hebammen des UKSH oder des Marienkrankenhauses entbunden werden möchten. Wir sind alle fachlich sicherlich auf dem gleichen Stand, was das angeht, bei den Patienten, die ohne Risiko entbinden. Und wir möchten eben halt einfach auch, ob der Anzahl der Geburten, die einfach hier jetzt im UKSH wandern, unterstützend tätig sein. Und dann eben, wie gesagt, folgend im Marienkreis halt dann ab 1.9. dort unseren eigenen Bereich dann auch betreuen können. Das UKSH hat bereits jetzt von 4 auf 6 Kreissäle erweitert. 2 weitere sollen bis Anfang September folgen.